nicht getroffen. Ah, was für eine Zeitverschwendung, wenn du mit zusammengerollter Zeitung herumläufst und versuchst, diese Fliege zu erwischen, die ständig um deinen Kopf herumschwirrt. Drei Dinge. Warum hat sie keine Angst vor dir? Warum fliegt sie nicht einfach weg? Und warum ist sie so unglaublich schnell? Fliegen haben eigentlich eine ziemlich normale Geschwindigkeit für ihre Größe. Du bist nur zu langsam. Das winzige Fliegengehirn reagiert auf das, was es sieht, um ein Vielfaches schneller als deins. Eine Sekunde fühlt sich für die Fliege wie 5 oder 6 Sekunden für dich an. Wenn eine Fliege dich anschaut, sieht sie dich so, als würdest du auf dem Grund eines Pools herumhängen, wo du dich ganz langsam bewegst. Stell dir vor, du lässt einen Luftballon aus deinem Schlafzimmerfenster fallen und beobachtest, wie er auf den Boden fällt. So langsam sieht eine Fliege normale Dinge fallen. Sie hat also Ninja-Reaktionsgeschwindigkeiten, aber nur weil sie besondere Augen hat, sind sie in tausende von Rezeptoren unterteilt, die alle gleichzeitig Licht einfangen. Du benutzt kleine Muskeln, um deine Augen und deinen Kopf zu bewegen, um in verschiedene Richtungen zu schauen. Fliegen haben diese Muskeln nicht, sie brauchen sie auch nicht. Sie können in jede Richtung gleichzeitig sehen. Egal von welcher Seite du angreifst, die Fliege wird es mit ziemlicher Sicherheit kommen sehen. Du hast wahrscheinlich schon Überschallflugzeuge in Filmen gesehen, die sich mit Warp-Geschwindigkeit drehen und umherfliegen. Eine Fliege ist so ähnlich, aber mit viel cooleren Flügeln. Sie kann während des Fluges die Richtung ändern, anhalten und Hindernissen ausweichen. Sie kann sogar eine Flugstrategie berechnen, bevor sie abhebt. Okay, dieses Mal wirst du die Fliege wirklich zerquetschen. Wenn du deine zusammengerollte Zeitung hochhebst, berechnet das Gehirn der Fliege, wo es landen wird. Die Fliege bringt ihren Körper sofort in die perfekte Position, bereit, ein Ausweichmanöver durchzuführen. Wenn sich deine Hand vor der Fliege bewegt, kippen ihre Beine sofort nach hinten, was ihr hilft, in die andere Richtung davon zu fliegen. Wow, diese Fliege würde einen großartigen Boxer abgeben. Oder einen Fußballtorwart. Warum verschwindet die Fliege nicht einfach, um deine Zerquetschungsattacken zu entgehen? Ganz einfach, weil dein Körper ein 5-Sterne-Menü ist und deine Haut der Buffettisch, der eine Reihe von Leckereien anbietet. Während du dich durch den Tag schlägst, gibt deine Haut Schweiß, Proteine, Kohlenhydrate, Salz, Zucker und andere Chemikalien ab, auf die die Fliegen total abfliegen. Stell dir vor, du bist hungrig und durstig und wanderst durch eine Wüste. Du stolperst über eine hohe Sanddüne und siehst Essen. Tische mit Obst und Süßigkeiten, Sandwiches und dem größten Limobrunnen der Welt. Der Türsteher sieht groß aus, hart und rund. Es ist eine riesige, langsame Schildkröte. Jetzt weißt du, warum die Fliege bei dir bleibt. Du bist die Schildkröte. Aber du hast eine Chance, die Fliege zu erwischen, auch wenn sie in 8 von 10 Fällen entkommen wird. Angenommen, eine Fliege sitzt auf deinem Küchentisch, dann machst du Folgendes. Du musst ein paar Zentimeter weg von ihrer Position zielen, nämlich dorthin, wo du denkst, dass sie hinfliegen wird. Das Gehirn der Fliege wird denken, dass du direkt auf sie zielst, also kannst du die Fliege überlisten und sie überrumpeln. Das Problem dabei, es ist sehr schwer, den Fluchtweg der Fliege vorauszusagen. Du bist also langsam. Wie wäre es, wenn du dir Verstärkung holst? Darf ich vorstellen, der Sandlaufkäfer mit einer Geschwindigkeit von 2,5 Metern pro Sekunde. Er kann nicht fliegen, aber das ist auch egal. Dieser Käfer läuft so schnell, dass er dabei die Fähigkeit verliert, zu sehen. Er visiert ein Ziel an und rennt dann los. Er ist kein Ninja wie die Fliege und kann nicht mitten im Sprint die Richtung wechseln. Er muss vor jedem Lauf erst stoppen. Du läufst mit einer Geschwindigkeit von etwa 1,5 Metern pro Sekunde. Der Käfer ist also fast doppelt so schnell wie du. Aber im Verhältnis zu seiner Größe ist er unglaublich schnell. Er läuft 125 Längen seines Körpers in einer Sekunde. Sagen wir, du bist 1,8 Meter groß. Dann müsstest du 228 Meter in einer Sekunde laufen. Wenn der Sandkäfer also auf der gleichen Oberfläche ist wie diese lästige Fliege, dann hat sie keine Chance. Vielleicht wird es auch Zeit, Luftunterstützung anzufordern. Die Libelle ist das schnellste fliegende Insekt der Welt. Diese kleine Kreatur kann eine Geschwindigkeit von 55 km pro Stunde erreichen. Das ist schneller, als du mit deinem Fahrrad einen steilen Hügel runterfährst. Die Flügel der Libelle erlauben es ihr auch, zurück, rechts, links, hoch und runter zu fliegen. Genau wie ein Hubschrauber. Egal wie schnell die Fliege sich bewegt, für sie heißt es Game Over. Fliegen, Libellen und Sandläufer sind schnell, weil sie nicht viel Zeit haben. Es gibt eine Menge hungriger Kreaturen in der Nähe. Und es gibt noch ein Insekt, das sehr schnell läuft. Denn wenn es stehen bleiben würde, ouch.
Um eine flinke Silberameise zu treffen, musst du in die Sahara-Wüste gehen. Der Sand hier ist so heiß, dass du ein Ei darauf braten könntest. Sandig. Das ist der Grund, warum die Silberameise mit 0,75 Meter pro Sekunde herumflitzt. Sie will sich nicht die Füße verbrennen. Außerdem hat sie dreieckige Haare, die die Hitze reflektieren und der Ameise helfen, die sengende Sonne zu überstehen. Wenn diese Ameise so groß wie ein Mensch wäre, könnte sie 600 Kilometer pro Stunde laufen. Schneller als das schnellste Auto der Welt. Es gibt noch eine andere Ameise, die einen Geschwindigkeitsrekord hält. Die Dracula-Ameise kann zwar nicht so schnell rennen wie die Silberameise, aber sie hat den schnellsten Mund der Welt. Abgesehen von meinem. Sie öffnet und schließt ihre Kiefer 5000 Mal innerhalb eines Wimpernschlags. Wie wäre es mit einem weiteren schnellen, diesmal etwas näher am Haus oder darin lebendem Insekt? Die amerikanische Kakerlake kann sich in den Wänden verstecken, hinter dem Herd, eigentlich so ziemlich überall. Es ist fast unmöglich, sie zu fangen. Sie kann bis zu 1,5 Meter pro Sekunde laufen. Das liegt an ihren 6 Beinen. Jedes davon hat 3 Knie. Ihre Beine sind mit kleinen Haaren bedeckt, die jede Veränderung in der Luft spüren. Deshalb reagiert sie auch so schnell, wenn du in die Küche gehst und das Licht anmachst. Und den Weltrekord für das schnellste Lebewesen an Land hält ein Insekt, das so groß ist wie ein Sesamkorn. Es ist die Milbe. Sie kann sich mit 322 Körperlängen pro Sekunde bewegen. Wenn du die Milbe auf menschliche Größe verwandeln würdest, könnte sie fast zweimal schneller als die Schallgeschwindigkeit sein. Sie kann sogar die Richtung ändern, während sie sich bewegt. Das macht sie zur schnellsten und am schwersten zu fangenden Kreatur auf diesem Planeten. Aber lass uns über Tiere reden, die uns ein besseres Gefühl geben. Die Gartenschnecke. Sie gehört zur Familie der Weichtiere und lässt sich gerne Zeit. Wenn du dich im Schneckentempo bewegen würdest, würdest du alle 2 Stunden 2 Schritte machen. Aber Schnecken kümmert das nicht. Es gibt sie schon seit Hunderten von Millionen Jahren. Schnecken benutzen ihr Haus zum Schutz, aber sie haben auch andere Tricks. Manche Schnecken geben einen üblen Geruch ab, damit sie niemand stört. Wenn es zu heiß und trocken wird, verstecken sich Schnecken in ihren Häusern und dichten sich mit dem Schleim ab, den sie produzieren. Dieser Schleim hilft ihnen auch, auf Bäume zu klettern. Faultiere sind die langsamsten Säugetiere auf der Erde. Dank ihres langsamen Stoffwechsels kann es bis zu 16 Tage dauern, bis sie ihre Nahrung verdaut haben. Es ist also gar nicht so schwer, einen von ihnen einzuholen. Aber ihre Langsamkeit hilft ihnen auch. Du weißt doch, wie es in Filmen heißt. Stopp, mach keine plötzliche Bewegung. Nun ja, Faultiere haben diesen Tipp perfektioniert. Andere Tiere bemerken sie da oben zwischen den Blättern einfach nicht. Seekühe gehören zu den langsamsten Meeresbewohnern. Aber sie brauchen sich keine Sorgen machen, dass sich jemand mit ihnen anlegen wird, außer Menschen in Motorbooten. Sie sind nämlich riesig und haben eine dicke, sehr dicke Haut. Sie sind wie Seepanzer, aber viel niedlicher. Ein anderer langsamer Schwimmer ist der Grönlandhai. Er schwimmt mit weniger als 1 Kilometer pro Stunde. Wie die Seekuh ist er sehr groß und hat deswegen auch das Sagen. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass sich jemand mit ihm anlegen will. Und er hat eine sehr witzige Snacktechnik entwickelt. Der Grönlandhai ist langsamer als die anderen Fische im Wasser. Seine einzige Chance, an Futter zu kommen, ist darauf zu warten, dass die anderen Fische einschlafen. Und dann beginnt seine Snackzeit. Das Coole daran ist, dass ihr lässiger Lebensstil tatsächlich ihr Leben verlängert. Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Grönlandhais liegt bei 300 bis 500 Jahren. Sie leben im Nordatlantik und im Arktischen Ozean. Stell dir vor, du bist auf Kreuzfahrt und siehst einen dieser Giganten in Zeitlupe. Er könnte 400 Jahre älter sein als du.